Piraten und damit höre ich mich mal wieder. Herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves, The Arena! Woo! Ja, Leute, heute spielen wir mal wieder mit einer Challenge. Und die heutige Challenge wird euch der liebe Jannis einmal vortragen. An den werde ich jetzt auch überleiten. Wir spielen eine Kombination aus zwei Challenge-Vorschlägen. Und zwar, zum einen hat Toastbrot vorgeschlagen, dass nur einer Leute killen darf und der andere nur Kisten ausgraben darf. Und Mevo hat das Ganze dann verfeinert und meinte, Henry darf niemanden angreifen und Jannis muss kämpfen. Wir haben das Ganze jetzt nochmal ein bisschen verfeinert und sagen, ich darf keine Inseln betreten und Henry darf keine Gegnerschiffe betreten. Sollte Henry aber auf einer Insel angegriffen werden, darf er sich wehren, genauso wie wenn unser Schiff attackiert wird, darf er sich auch ganz normal wehren. Ich bin aber der Einzige, der auf gegnerische Schiffe gehen darf. Und ich darf keine Kisten ausgraben. Ja, Dankeschön, Janis, für die Challenge-Erklärung. Wird auf jeden Fall eine spanische Runde. Vayamos, compañeros. Spanische Runde. Spanische. Hola. Hola, chicas. Leute, wir labern nicht lange rum und ich würde sagen, wir gehen in die Runde. Ich sehe heute überhaupt nicht sexy aus, aber das ist ja nichts Neues. Jo. Let's go. Ja, Leute, wir nehmen gerade eine zweite Runde auf. Wir hatten auf jeden Fall die erste Runde gerade sehr, sehr viel Spaß. Die war ehrenvoll. Da war schon eine ehrenvolle Runde. Da waren auf jeden Fall zwei Teams, die miteinander gearbeitet haben und alle waren aufeinander irgendwann und es war nur noch PvP-Clash. War aber an sich ganz witzig. Ja, da hat schon Spaß gemacht, aber kein Potenzial für eine Runde. Wenn ihr das sehen wollt, folgt uns auf Patreon. Wo geht's hin? Geradeaus. Wieder. Geradeaus. Da, ich habe die kleinere Insel ausgesucht, weil ich glaube, da hast du höheres Potenzial, was zu finden. Da werden auch andere Schiffe hinfahren. Zum Beispiel Lila links von uns fährt da auch gerade hin. Aber ich glaube, du wirst es trotzdem besser finden. Also ich würde auch fast überlegen, ob wir direkt im Osten anlanden. Du einfach die eine Kiste da auf der Sandbank ausgräbst und wir wieder fahren. Weil du wolltest ja nur eine, ne? Nee, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das habe ich noch gar nicht angesagt, Digga. Ab heute gibt es, meine lieben Freunde, die Dela-Challenge. Und die Dela-Challenge für heute lautet, Henry, ich muss eine Kiste ausgraben. Ja. Wie komme ich denn da? Ich wurde despawned, ja. Ich auch. Ich gehe rüber zu Lila. Okay, ja, ich darf ja nicht. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin ein... Sauber. Also, wie ich da nicht drauf gekommen bin, das muss mir aber mal einer erklären. Ich sehe da aber auch keinen an Bord bei denen. Alter, hier sind gerade... hier ist noch gelb. Die wollen hier auch. Also, ich bräuchte dich wirklich jetzt am Schiff. Ja, ich hab solide 5 Punkte jetzt erstmal geholt. Und jetzt ist auch meine Mermaid da. Weil ich krieg hier gerade auch ein bisschen von den Kanonenkugeln auf den Sack. Ich, lade. Bin da. Ich gehe runter. Ja, da ist schon einer direkt an der Insel von Gelb. Der will ausgraben. Dann mach den mal weg. Also soll ich rüber? Das darfst du ja. Das gelbe Schiff ist, glaube ich, auch Mutterseelen allein. Nee, da ist doch einer an Bord. Aua. Henry, wie läuft's? Quite good. Okay, nice. Quite good hört sich sehr gut an. Yellow hat eine Kiste schon ausgegraben. Oh, Lila hängt an uns dran. Oh. Ich wurde direkt von einem Kanonen-Shot beim Spawn. Ich bin drüben bei denen. Ich bin tot. Anker geht. Einer tot. Der hat mich aber fast. Der hat mich. Okay. Aber der Anker sitzt bei denen. Und Gelb. Ja, ich kann halt grad nicht machen. Lenk uns mal kurz wieder in Richtung zurück. Und warte mal, ich check mal kurz die Situation auf der Map, ja? Und sag mal die Taktik an. Okay, es sind alle hier außer Rot. Rot ist oben. Ich würde trotzdem hier bleiben. Gelb fährt weg! Gelb fährt weg! Rechts rum. Im Moment, hä? Bin stumm? Moment, warte mal. Was jetzt? Wir müssen nochmal korrigieren. Ich hab was. Gelb fährt nicht weg. Nee, Gelb fährt nicht weg. Aber dann machen wir jetzt Blau weg. Ey, was macht Blau denn da? Blau sitzt auf der Insel drauf. Das wäre jetzt wahrscheinlich unser Moment, um Kisten auszugraben, Henry. Ja, ich muss gerade unseren Segel hochsehen. Dann schieß mich mal rüber. Ja. Ich support dich mit Kanonenkugeln. Da ist auf jeden Fall ein feindlicher Spieler. Übrigens, Lila approached vor dir. Wenn du Hilfe brauchst, sag sofort Bescheid. Ja, ja. Unser Anker geht. Ich konnte ihn nicht halten. Wir haben auch gut Wasser jetzt schon. Ich bin tot.
Oh, aber Gelb ist gesunken. Das ist gut. Die hatten zwei Schätze. Ich hab gleich aber keine Munition mehr. Also wenn du spawnst, direkt chippen. Also ich werde vor dir spawnen und werde direkt chippen. Aber auch wenn du direkt spawnst, direkt chippen. Also sonst war's da. Alter, jetzt werden wir noch beschossen. So eine Kacke. Ich wurde runtergeschossen. Bin wieder oben. Bin wieder da. Ich bin tot. Weil wir gerade beschossen werden. Da sind auch Gegner auf dem Schiff. Bei uns, oh ja. Ja. Ist wieder vorne. Zwei Gegner. Guck mal, ich sitze vor ihm, ich visiere an. Ich habe einen tot. Ja, ich habe einen tot. Aber unser Schiff ist unter. Und ich wurde one-hitted von hinten. Belastend. Egal. Cruisen wir wieder hin. Gelb ist ja auch down. Und und Lila weiß nicht, was sie so können. Also Lila, ja, weiß nicht. Kann schon nicht ganz einschätzen, was die drauf haben. Wo wollen wir hin? Wollen wir wieder dahin, wo wir gerade waren? Oder wollen wir zu Rot? Dahin, wo wir gerade waren, oder? Alles klar. Obwohl, hat Rot überhaupt irgendwie großartig schon was ausgebuddelt? Eine Truhe wahrscheinlich. Okay, nee. Die Lila, wir könnten zu Lila gehen. Obwohl, die haben 300 Punkte. Lila hat nichts. Okay. Lila hat nichts. Gelb kommt von links. Ja, ich seh's. I see. Dann versuch irgendwie, um die Insel rum zu cruisen, dass du hier nicht... Werde ich machen. Okay. So. Das Ding hier vorne. Weil blau können wir nicht untersetzen, weil die stehen da fest. Nee, die stehen da. Die kommen da aber auch nicht weg. Ich schieß, gib dir noch kurz Kanonen-Support auf die Insel. Ja, ein Gelber wird gleich rüberkommen, auf jeden Fall. Blau okay, hat was schon mal nicht. Von mir gekriegt, ich muss doch die Dela-Challenge gewinnen, Bruder. Du musst doch mal eine Kiste ausgraben. Ha! Hast du Ehre! Naja, die muss auch noch verkauft werden, oder? Ach, komm! Gelb wird sowas von safe zu dir jetzt kommen. Ja, gelben habe ich auch schon hier. Wenn du die Kiste der Alter, hier ist noch Lila gerade gekommen. Ja, der spielt Sniper. Ich sehe halt den Typen von Lila nicht mehr. Ja, Lila kriegt jetzt Hits von Gelb. Ich muss sagen, wir sind hier gerade in einer ganz guten Situation. Ich ziehe jetzt mal unser Segel hoch. Henry, wir stehen jetzt im Norden der Insel. Nur schon mal als Vorwarnung für dich. Und Lila versucht jetzt wegzuziehen. Ich wurde im Schiff von Blau getötet. Ah, das ist schlecht. Ich wollte gerade resupplyen und dann habe ich keinen Kanonenschuss abbekommen. Moment, du warst im Schiff von Blau? Ja, weil ich nichts mehr zu essen hatte und ich musste irgendwo Supplies herkriegen. Gigi. Aber bleib mal an unserem Schiff. Ja, ich bin noch an unserem Schiff, aber Gelb und Lila sind gerade auf dem Weg weg. Ja, aber die haben ja nichts. Ja, eben. Deshalb meine ich ja, könnte ich jetzt auch mal kurz mit rüberkommen und dann rasieren wir Blau weg. Okay. Ich schieße mich rüber aufs Schiff. Also neben das Schiff, weil da ist ja noch Wasser. Okay, ich fight jetzt damit. Hinter dir ist Gelb. Mein Gott. Darf die doch gar nicht sein! Ja, doch. Ja, du hast gerade die Challenge gebrochen. Henry, du hast die Challenge auch schon gebrochen. Hab ich gar nicht. Natürlich, du warst auf dem anderen Schiff, um Reed zu supplyen. Ja, aber das ist ja auf der Insel! Nee. Hab ihn in der. Okay, nice. Einer blau weg. Hier sind noch die anderen. Also Gelb rennt hier noch irgendwo rum. Oh, auf dem. Ich wurde aufs Schiff gezogen und direkt gewonnen. Ehrenmove von denen. Ja, also, ich glaube, die Community wird mir vergeben, Mensch, auch auf der Insel. Hab einer den gelben? In der Luft von der Sniper. Ich war über eben. Die Hit Registration ist auf jeden Fall. Ja. Gibt halt noch einen Schatz, wenn ich den anbuddel, ne? Das wäre schon Ehre von mir. Du meinst, weil du dann zwei hast? Okay, der hat mich erwartet natürlich direkt an der Leiter. So, der ist jetzt bei grün. Was soll er machen? Ich habe eine. Ach, das ist diese Kiste. Ich will die anbuddeln. At least, weißt du, ich habe einen bei Gelb down. Ich habe Gelb übernommen. Fuck. Mann, wo ist die Kiste? Ach, Schlange, willst mich verarschen.
Oh, Blau schießt jetzt auf Gelb. Oh, natürlich ist er da. Natürlich ist er da. Natürlich bin ich jetzt. Ich werde jetzt durch die Schlange sterben. Ist das. Oh, das ist so lustig, Mann. Ich sehe nichts wegen dieser Kackschlange. Oh. Ha! Oh mein Gott. Ich bin gerade in dem PvP-Fight des Jahrhunderts, Alter. Okay. Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir alle low. Na, ah, Gelb hat noch einer ausgegraben. Das ist nicht so nice. Ich weiß überhaupt nicht, wie es unserem Schiff geht. Oh, wir stehen an der Insel. Hä? Wo ist der hin? Ach Junge, mich hat schon wieder die Schlange angebissen. Willst du mich verarschen? Bist du down? Nein. Wollen wir auf PvP gehen oder wollen wir auf Sieg spielen? Ich gehe gerade auf PvP, to be honest. Okay, alles klar. Dann werde ich uns jetzt auch nicht in Bewegung setzen. Ach Junge, er läuft die ganze Zeit weg. Wie kann er denn die ganze Zeit so weglaufen, ey? Ich gebe ihm Schwert dann und alles. Bin da, Henry. I'm here for support. Ja, wir haben hier gerade so einen intense Fight. Es ist oh. Da kommt noch einer. Ich hab einen. Nice. Der andere geht rüber. Sniper. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Kiste mitnehmen. Wo ist denn die Kiste? Hab sie. Wo ist unser Schiff? Da, ist da. Du fährst, du läufst genau drauf zu. Wir haben eine Kiste. Nice, Henry. Eine von dir ausgegraben, ne? Nee, von dem anderen. Aber ich habe auch eine angegraben. Ja, sollen wir dann doch auf Sieg spielen? Damit du deine nee, Kiste noch wegkriegst. Nee, schaffen wir nicht mehr. 7 Minuten. Dann müssten wir Lilla noch unterbringen. Damit kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Okay, ich ziehe auf jeden Fall mal einen Anker. Also, du hast eine deiner... Nee, Moment, die war nicht von dir ausgegraben. Ich habe eine angegraben, auf jeden Fall. Okay. Das zählt für mich schon. Das gilt? Okay. So, ich setz mal unser Schiff, sodass wir theoretisch noch abdüsen können. Ganz ehrlich, scheiß drauf, ich will jetzt erstmal, dass der Lilane tot ist. Zwei zu saven. Ich komme jetzt auch nochmal kämpfen. Ich hab Bock. Hab ihn. Sauber! So, komm, Gelb weg. Ja, komm, der weiß, dass du da bist. Hinter dir. Ja. Okay, ich hab ihm keinen No-Scope Sniper. Sein zweiter Mate ist wieder da. Sein ah, okay. Wo? Er kommt runter. Links. Da. Aua. Ja. GG. Ich darf mich verkaufen gehen, laut Challenge. Ja, die hast du doch eh schon verkackt. Hä? Du hast sie verkackt. Das Schiff war original auf der Insel. Ja, und die Insel war beim Schiff. Lila kommt von vorne. Wir müssen das Kackding jetzt schnell verkaufen. Ja, du gehst verkaufen. Der kann halt selbstverständlich schneller als ich hier sein. Nein. Da ist ein Verkäufer hier vorne. Ist verkauft. Ach man, jetzt steht er da oben. Schade, das wäre so cool gewesen. Ach, kacke. Ich habe mich gerade eigentlich perfekt weggeschossen, aber er hat mich... Der hat unseren Anker runtergelassen, der Lilane bei uns. Oh ja. Er kommt hoch. Wo? Bei dir. Da, er ist an der Leiter. Hab ihn. Sauber. Okay, Anker geht wieder hoch. Der Typ ist gut. Moment, stopp, hier ist noch was. Ach, du bist das, Alter. Oh mein Gott. Ich habe mich so erschreckt. Fühl ich, Bruder, fühl ich. Wollen wir noch einen wegmachen? Also hauptsächlich Gelb oder Lilla, weil Gelb könnt ihr jetzt irgendwo verkaufen. Lilla wird nix, dann Gelb. Dann müssen wir aber unseren Kurs korrigieren. Da ist was im Wasser. Da ist ein Spieler im Wasser. Pass mal links bei uns auf der Seite auf. Links ist alles easy. Links kommt jetzt Gelb. Gib den mal Cannon-Shots. Ja, dann geh reiner. Ich bin leicht dran vorbeigeslidet. Häng bei denen jetzt drin. Dran erst. Das ist ein Lilla. Gelb erwartet mich, ich bin tot. Ach, das ist der Stealthless Dude. Ja, der Stealthless, der ist auch ein bisschen abgehoben, ne?
Hab ihn. Hab den Stealthless. Nice. Gelb hat noch eine Kiste an Bord. Also die dürfen nicht verkaufen. Oh, Henry. Das war aber nicht regelkonform. Was? Was war nicht regelkonform? Ja, du hast die Challenge ja schon längst gebrochen. Ich hab die Challenge überhaupt nicht gebrochen. Du hast die Challenge schon gebrochen. Ich hab gesagt, unsere Community nimmt es uns bestimmt nicht so übel, wenn ich auch mal rüber auf die Insel gehe. Natürlich. Hab ich gesagt! Ist doch scheißegal! Ja, ist mir auch egal. Ach, Henry, Gelb versucht gerade uns zu verlenken. Ja, ich bin tot. Weil ich da geschwommen bin. Ach, er macht den Crap-Tap. I love you. I love you, dude. Nice dance. Ich repariere uns noch. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass nicht einer von denen mit der Kiste im Moment schwimmt. Gelb fährt hin zum Verkaufen! Wir haben nur noch eine Minute. Ja, egal. Das reicht. Die sind da. Ja. Scheiße. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin noch rüber geschossen, um abzufangen, aber. War trotzdem eine geile Runde. War eine ganz nette Runde, yo. Hat mir auch ganz. Nice round, boys, nice GG. Wenn sie auch nicht so geskillt von mir war. Aber ich fand die Runde trotzdem spaßig. Also, wir haben jetzt zwar nur den dritten Platz erreicht, aber kack drauf, war eine geile Runde, to be honest. Und ja. Ich finde, das war eine schöne Runde, um jetzt hiermit auch den Abschluss dieser Episode des Arena-Modus zu feiern, denn ab nächster Woche, meine lieben Freunde, spielen wir den neuen Arena-Modus. Das heißt, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Freunde, dann gebt gerne eine Bewertung nach oben und schaut euch gerne die anderen Folgen an und vor allem schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, willkommen zurück bei The Arena. Und ich würde sagen, meine lieben Leute, wir sehen uns wieder auf dem Batman, wenn der Mensch wieder richtig steht. Bis dahin!